Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe es eigentlich heute ganz einfach. Ich kann einfach sagen, es war ein schöner Film. Ja. Es ist ein tolles Papier, ja. Und es war hervorragende Redebeiträge. Kann ich alles unterschreiben, ist alles richtig. Also einfach super. Vielleicht noch ein paar Details dazu. Also in der Tat ist es so, das ist die Zukunft. Das ist ja vorhin schon gesagt worden, wir müssen die Klimaziele erreichen. Beim Verkehr heißt das 43% weniger Emissionen. Das wird schon mit der Schiene erreichbar sein, aber es wird mit der Schiene nur erreichbar sein, wenn sie elektromobil fährt. Und im Grunde eigentlich ist es richtig, wenn man dann den Strom erneuerbar erzeugt. Aber was nützt es, wenn ich den Strom mit Braunkohle erzeuge? Dann habe ich auch eigentlich keine Energiewende geschafft. Das heißt, die sogenannte Sektorkopplung muss uns jetzt gelingen. Erneuerbare Energien müssen den Strom erzeugen und der wird dann in der Schiene verwendet. Oder eben zum Beispiel Wasserstoff erzeugen, mit dem ich dann eben auch die Fahrzeuge betreiben kann mit der Brennstoffzelle. Genau das ist eigentlich die Lösung. Und das zweite große Problem, was wir neben der Klimaproblematik haben, ist das Thema, dass wir eben eine starke Agglomeration haben. Das heißt, wir haben in Deutschland eine Entwicklung, die es in anderen Ländern schon viel eher gab, aber jetzt in Deutschland sehr stark, das heißt der Zuzug auf die großen Metropolen. Das ist das, was vorhin Frau Professor Lindner angesprochen wurde. Sie können das bei jeder großen Metropole sagen, die wachsen zwischen 10.000 bis 50.000 Einwohner pro Jahr. Und das bei bestehender Infrastruktur ist einfach eine riesen Herausforderung. Das heißt, die Menschen werden lernen müssen, es können nicht mehr alle mit Autos in die Innenstädte fahren, nicht wieder raus, das wird gar nicht gehen. Und da ist die Antwort, die wir geben, die spurgeführten Nahverkehrssysteme, das ist eigentlich das Thema der Zukunft. Neben dem Radverkehr, auch das darf man nicht unterschätzen, beides wird die Zukunft sein, am besten auch noch in Kombination. So, und daran arbeitet die jetzige Regierung und das Verkehrsministerium, hat da ganz klar Schwerpunkte gesetzt und hat gesagt, das müssen wir nach vorne bringen. Deswegen hat man gesagt, Schwerpunkt bildet die Schiene einerseits, deswegen gibt es jetzt auch einen Schienenbeauftragten und auf der anderen Seite Radverkehr. Auch da gibt es eine Radverkehrsbeauftragte, die sich speziell um dieses Thema kümmert, weil wir einfach gesagt haben, das sind die beiden neuen Herausforderungen, die wir brauchen. Ihr müsst euer Netz anders bewerten. Und es gibt an vielen Stellen nur kleine 20, 30 Kilometer weiter Abschnitte, wenn man die elektrifiziert hätte, hätte man diese Umfahrung. Und wir werden das Netz daraufhin seitens des Verkehrsministeriums upscreen und genau die Felder finden. Ich verspreche es Ihnen, wo das gemacht werden muss. Ich bin sehr dankbar für die Karte. Ich habe die vorhin schon mit großer Freude studiert. Es gibt auch noch einige Stunden, die noch zu müssen. Also insofern ist gut gemacht. Das heißt, wir müssen dieses Programm einfach fahren, dass wir die Elektrifizierung da haben und auch mit den Umfahrungen. Aber es wird Strecken geben, wo sich die Elektrifizierung einfach nicht lohnt. Die schöne Bahn ist von genannt und es gibt viele andere. Und da brauchen wir alternative Antriebstechnologien. Wir sind ja ergebnisoffen. Jeder von Ihnen weiß, ich bin ein großer Fan von Wasserstoff. Gebe ich zu, aber ich will mich gegen die Batterietechnologie nicht wehren, wenn sie geht, soll sie gehen. Das Problem ist, sie kommen nur etwa 50 Kilometer weit. Wasserstoff läuft länger. Also das muss man einfach sehen. Von daher gesagt, gibt es spezifische Punkte, wo man einfach drauf kommt. Natürlich kann man ergebnisoffen ausschreiben, man kann aber auch zielorientiert ausschreiben. Also ich will da gar nichts vorgeben, das sollen die Verkehrsträger, die Aufgabenträger selber gestalten. Aber da gibt es eine ganze Menge. Jetzt kommen die ersten Züge und dann wird man sehen, dass das alles funktioniert, dass das geht. Wird von uns gefördert. Die First Mover, wie man so schön sagt, sollen unterstützt werden. Auch weiterhin, das ist eigentlich die Zukunft, die wir haben. So, und unser Ziel ist es gemeinsam, 100% emissionsfrei auf die Schiene. Das muss das Ziel sein, so schnell wie irgend möglich. Enddatum ist 2030, da müssen wir liefern. Und das Umweltministerium fordert von uns ja immer Zwischenschritte ab. Und was macht ihr? Und wenn ich denen mitteile, 100% emissionsfrei auf der Schiene, dann falle ich fast vom Glauben ab. Aber wir werden ihnen sagen, es geht, es ist machbar und wir kriegen das hin und wir schaffen das. Ich will nicht sagen, kriegen wir nicht hin, machen wir gar nicht. So nach dem Motto wird man ja auch sein Kopf in Sandschick. Nein, wir müssen die Herausforderung lösen. Und wir müssen das einfach angehen. Und da muss ich einfach sagen, und dann haben wir noch eine stark alternde Bevölkerung. Wir bekommen also Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, die nicht mehr so schnell zu Fuß sind, die eben funktionierende Rolltreppen brauchen. Und die Rolltreppen, die es gibt, die sind auch klettern müssen, die auf der Treppe. Die müssen gehen. Wir brauchen Fahrstühle. Und wir brauchen eine gleiche Bahnsteighöhe, ich muss es einfach mal so sagen. Und es gibt eine Eisenbahnbauernbetriebsordnung, da steht 76 cm drin. Seit ewigen Zeiten wissen die Länder 76. Und ich mache das Amt ja, wie Sie wissen, nun schon einige Jahre und ich habe mir das immer angeguckt. Ich habe immer gesagt, wieso bauen die nicht 76? Und wir haben ja alles 38, 55, 76 und alles dazwischen drin gibt es übrigens auch noch, wo man sich wundert.
Das Einzige, was wir mal erlaubt haben, ist 96 für in sich geschlossene Systeme im Nahverkehr. Und das ist auch in Ordnung. Da, wo 96 ist, ist da die richtige Maßgröße und das ist auch in Ordnung so. Aber überall, wo wir Fernverkehr drauf haben, haben wir ganz konsequent die 76er. So, und dann haben viele von der Bahn, waren bei mir Verkehrsträger, die Behindertenverbände, bin ja auch dafür zuständig, mit denen zurechtzukommen. Die haben zwei Programme bei der Bahn gefahren. Das dritte Programm läuft gerade. Und dann haben die zu mir gesagt, sie müssten mal die 76 durchsetzen. Und habe ich gesagt, ja, wir gucken uns das an, wir teilen das mit, haben wir auch immer. So, und ich sage, ihnen passiert ist nicht viel. Und jetzt habe ich geschrieben an die Landesverkehrsminister, die Geschätzten, und habe gesagt, so, damit ihr es wisst, in die Luft 3 kommt verpflichtend 76 rein. Ihr könnt anders bauen, da gibt es auch kein Geld. Jedenfalls nicht vom Bund. Und seitdem haben wir eine Riesendiskussion in Deutschland, weil Geld macht sinnlich. Da haben die gesagt, jetzt aber, der Bock fährt, jetzt müssen wir mal reagieren. Daher kommt diese Riesendiskussion. Und ich bin froh darum, dass ich jetzt dass sich alle mal Gedanken darüber machen. So, und im Fernverkehr bleibt es bei den 76, das wird konsequent gemacht. Und ich sage mal, wenn eine Nahverkehrsstrecke konsequent 55 hat, dann hat sie auch die Fahrzeuge dazu. Das ist doch in Ordnung, ich habe da gar nichts gegen. Nur, irgendwann trifft diese Nahverkehrsstrecke auf eine Fernverkehrshalt. Irgendwo ist das ja verknüpft und kombiniert. So soll es ja eigentlich auch sein. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. So, das nennen wir Migration. Muss ich alles gute Worte finden. Das heißt, wir entwickeln uns in die Richtung 76, lassen da Zeit, aber es muss auf das Ziel hingearbeitet werden. So, und deswegen werden wir für jeden Bahnhof, wo das ist, gibt ja tolle Beispiele, so Treisa ist ja so ein Bahnhof, wo man bundesweit, kann man Fernsehsendungen drüber sehen, wie blöd so ein Staatssekretär ist und so, ich ertrage das alles, weil es mir um die Sache geht. Wir müssen auf die 76er kommen und es ist ein Fernverkehrshalt und da muss ein 76er hin. Wenn ich aber 55er Strecken habe, dann kann ich intelligent sein und kann sagen, ich habe eine Kante, wo 55 ist und ich habe eine Kante, wo 76 ist. Wenn das erreichbar ist, mache ich beides und komme hin. Ich muss dann nur aufpassen mit den Fahrstühlen, die ich einbaue. Dass ich da nicht einen Fahrstuhl mache, der nachher nicht funktioniert. Gibt es ja alles in Deutschland. Guck mal, Bad Bentheim, Bahnhof kurz in Holland. Da können Sie durch die Fenster ein- und aussteigen und sowas. Also die Leute kommen ja auf deutsche Dinge, die bauen Ihnen das da einfach hin, ohne überlegt zu haben, dass es gar nicht funktionieren kann. Und deswegen müssen wir, und so nennen wir das Migration machen, das heißt, schon mit den Beteiligten vor Ort Kompromisse. Wir sind ja kompromissbereit. Wir wollen auch Gottes Willen mehr Leute auf die Schiene bringen. Da können wir uns solche Abenteuer nicht erlauben in Deutschland. Aber wir müssen ein Ziel haben. Und warum ist das so? Sie haben das vorhin so wunderbar gesagt. Der Bahnhof wird für 100 Jahre gebaut. Das Fahrzeug für 40. Also ist es logisch, ich fahre eigentlich mit mindestens 3 Generationen Fahrzeugen. Da die sich wechseln, der Bahnsteig aber nicht, ist es doch klug, den Bahnsteig zur Maßgabe zu machen und die Fahrzeuge darauf einzurichten. Die ganzen Verbände, die es gibt, und die Ministerien von Ländern und Bund, die Kommunen dabei, alle müssen sich gemeinsam darauf verpflichten, dieses Ziel zu erreichen, dass wir 100% emissionsfrei auf einer barrierefreien Bahn fahren können in ganz Deutschland. Mehr denn je. Und die Fahrgastzahlen im Güterverkehr, aber vor allem im Personenverkehr auch zu verdoppeln. Das ist das Ziel. Und das nennt sich dann Schienenpakt. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Wir werden uns also in den nächsten 2-3 Jahren pausenlos nehmen, in irgendwelchen Runden, um das eben hinzubringen. So wie Sie das brauchen, müssen wir das jetzt auch inszenieren. Das heißt, das ist nicht einfach. Und damit bin ich bei meinem letzten Thema, dem Deutschlandtakt. Denn das ist dafür eigentlich gedacht. Weil die meisten ja gerne Schiene fahren würden. Aber wenn ich eben, was weiß ich, umsteigen muss irgendwo, ich fahre mit dem Fernverkehrszug vom Ort A nach B und muss dort umsteigen, um nach C zu kommen und Geschäftsdienst zu halten. Und dann verpasse ich den Anschluss. Und dann komme ich nicht richtig weiter. Und dann verpasse ich den Termin und diesen Ärger. Das ist das, was nicht sein darf. Schiene muss verlässlich sein. Und das beginnt bei der Fahrzeugtechnik. Also wer von Ihnen mal nach Süd fährt, fahren Sie dann mal mit der Bahn. Ich sage es Ihnen einfach mal ausprobieren. Sie glauben es nicht. Kupplungstechnik ist da ein Riesenthema. Das ist was für euch mal. Das machen wir auch in den Papieren. Da ist die Kupplung nicht so problematisch. Ich meine, die könnt doch eigentlich alles. Deutsche Bahn ist wieder weltweit führend. Und dann kannst du hier nicht mal Züge kuppeln. Es ist unglaublich, was man da erlebt auf der Strecke. Und das in Deutschland nur mit berühmteste Insel. Ja, es ist unglaublich. Und das muss aufhören. Die Leute müssen verlässlich fahren können. Das System muss gehen. Und deswegen brauchen wir auch den Takt. Aber um den Takt zu fahren, müssen Sie gute Fahrzeuge bieten. Wir müssen eine gute Infrastruktur bieten. Und deswegen müssen wir genau gucken, wie geht es. Und da sind wir ja im Gespräch. Wir sind sehr weit mit dem Deutschlandtakt.
Also wenn man mal antrat, hat man gesagt, ihr seid verrückt, das würde nie gehen. Das ist in Deutschland unmöglich zu schaffen. Dann haben wir klügste Leute gefragt, die haben mir ein Gutachten geschrieben, dass es geht. Da waren schon alle überrascht. Und dann haben wir gesagt, jetzt setzen wir das um Gottes Willen. Und dann haben sie wieder gesagt, es klappt nie. Und ich sage ihnen, es klappt. Wir werden das im Herz haben. Wir werden den Deutschland-Takt in Deutschland haben. Und manch einer wird sich wundern, wie gut das gemacht ist. Aber manch einer wird sich auch wundern, welche Infrastruktur wir dafür brauchen. Gar nicht die großen Magistralen da. Nein, in vielen kleinen Punkten, da müssen wir eine Infrastruktur ansetzen, die Knoten aufmachen, alles das, was Sie als Experten alles kennen. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir auch da zusammenarbeiten. Das ist der Kernpunkt. Wenn wir es zusammen wollen, kriegen wir es auch hin. Dann kriegen wir den Deutschlandtakt hin, dann kriegen wir die emissionsfreie Mobilität auf der Schiene hin, dann kriegen wir die Barrierefreiheit hin, dann kriegen wir deutlich mehr Fahrgäste, deutlich mehr Güter auf die Bahn. Und dann schaffen wir alle die Ziele, die wir uns eigentlich vorgestellt haben, mit Blick auf 2030. Das ist nicht mehr so weit. Das hört sich für uns Menschen so an, ah, ist ja noch irre weit. Das sind 12 Jahre. Das muss man immer wissen. Das ist überschaubar. Also, lasst uns gemeinsam anpacken. Wir stehen dafür bereit. Herzlichen Dank für Ihr Engagement weiter. Herzlichen Dank. Super Rede. Ganz, ganz toll. Sie sprechen was aus dem Herzen. Bei den Batterietriebzügen haben wir bislang jenseits der Entwicklung der Technologie, sage ich mal, noch nichts für den Markteintritt. Das ist die Frage, ob wir da sozusagen auch, wenn wir diesen Nahverkehrspakt quasi heute de facto starten, ob wir da nicht in diese Richtung mitdenken sollten und diese Programme, die ja noch nicht finanziert sind und auch noch nicht aufgelegt sind vom Bund, ob man das nicht mit reindenken sollte oder müsste. Auch was im Koalitionsvertrag steht, das habe ich selbst formuliert. Ja. Das ist so drin. Wenn wir als Verkehrsministerium anfangen, den Leuten vorzuschreiben, welche Entwicklung sie machen sollen, dann ist irgendwas falsch. Genau. Das muss die Branche selber machen. Unser Job ist es, das zu fördern. Nachher setzt sich am Markt das Produkt. Und Sie fördern auch Batterietriebzüge. Und denen helfen wir genauso. Und so muss es sein. Wunderbar. Das löst ja die letzte Kleinigkeit auf, die noch im Raum stand. Ich bin hochzufrieden. Ich danke allen, die hoffentlich interessiert zugehört haben.